Herzlich willkommen zu der zweiten Episode zu Verweil und zu meiner Wenigkeit, den Capella. Ich grüße euch. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, ich finde diesen Cinematic-Modus echt genial. So kann man nochmal seine gesamte Stadt, die man da aufgebaut hat, nochmal schön begutachten. Finde ich wunderschön. Ja, wir haben ja letztes Mal aufgehört, wo wir relativ viel Industrieideen hatten mit der Agrarwirtschaft. Und ich habe da eine Idee, eine kleine. Und würde sagen, wir verlassen erstmal den Cinematic. Und ich muss nochmal ganz kurz in den Optionen einsteigen. Denn leider ist schwer zu erklären. Wenn ich nämlich über meinen Grafikkartentreiber das Spiel starte, dann ändert er die Settings wieder komplett. So, genau. Also, was wollen wir heute machen? Ich muss erstmal gucken, dass ich hier halbwegs eine Uhrzeit habe, damit die Videos nicht allzu lang werden. Also, hier ist unser Wohngebiet. Da sind sie alle zufrieden. Aber natürlich mal wieder, wer hätte es gedacht, Wohngebiet ist gut nachgefragt. Müssen wir mal gucken, wo wir da jetzt hinbauen, so allmählich. Oh, hier ist Küste. Da müssen wir doch mal gucken. Wir gucken mal. Ich setze die Straße erstmal so grob fort. Oh, ich baue eine richtige Straße, ich Esel. Sehe ich jetzt erst. Das kostet doch alles mehr Geld. Jetzt habt ihr diesen Kapella, den kostet doch nicht viel. Naja, das sagt ihr so einfach. Jede Straße kostet. Ja, jetzt haben wir hier halt so eine Straße. Denn ich würde behaupten, am Strand oder näher der Küste müssen wir mal gucken, was wir da machen. Da gäbe es einige Projekte, aber auf jeden Fall kein Wohngebiet so stark da dran gebaut. Das will ich erstmal vermeiden. Und ich habe natürlich ein Problem gesehen. Gerade, ja, ich habe es gesehen. Keine Sorge, liebe Leute, keine Sorge. Es ist erkannt und gesehen worden. So. Natürlich sollt ihr auch Wasser kriegen. Selbstverständlich. So, was sagt denn eigentlich alles? So, Strom haben wir momentan. Ja. Genügend Wasser, haben wir genügend Abwasser, genauso wenig Müll, reicht momentan eine, das ist in Ordnung. Wir haben ein Krankenhaus, die Feuerwehr ist da und wir haben auch eine Polizeistation. Und ich drücke mal auf Play. Die Schule, ja, aber wir könnten auch schon die Oberschule bauen. Und natürlich ist da die Kapazität absolut gar nicht vorhanden, weil uns das Geld fehlt auch momentan. Wir haben nur 20.000, wir müssen ein bisschen gucken. Das war hier. Kann man eigentlich downgraden? Meine, kostet das mich was? Nee. Wir müssen erstmal zusehen mit dem Geld. Wir haben neue Gebiete. Wir haben das Gebiet bekannt. Bekannt ist auch gut bezeichnet. Das ist sehr gut. Und ich würde sagen, wir kommen nicht drum rum. Wir holen uns erstmal entweder das Paket. Ja, komm, das holen wir uns. Zack. Schon haben wir hier eine ziemlich lange, große Fläche vor allem. Das ist der Wahnsinn. Das ist der pure Wahnsinn. Und ich habe da eine schöne Idee, aber die umzusetzen wird relativ schwierig. Mal gucken, wie wir das machen und inwiefern ich diese Autobahnstrecke hier so lassen will, wie sie ist. Das müssen wir auch mal gucken. Also bis zur Kurve ungefähr nicht. Da werde ich nichts dran ändern, aber ab hier habe ich eine Idee, vielleicht die höher zu legen. Okay. Wir müssen mal gucken, ob wir diesen Kreisverkehr hier so lassen. Aber nichtsdestotrotz, wir haben die Nachfrage wie immer absolut groß da, dass hier die Leute einziehen. Und deswegen würde ich sagen, starten wir hier. Das soll hier eine Hauptstraße werden, okay. Starten wir hier noch mit weiteren Wohnkomplexen. Reicht das denn da oben? Oh, oh, oh. Nee, nicht wirklich. Schade.
Ah, Kacke. Nach da geht's, ja. Okay. Wer hätte es gedacht? Naja, gut, dann machen wir das so weit, wie wir können. Also, so weit müssen wir uns nur merken, wenn ich denn weiter gebaut habe. Das geht alles nicht. Egal. Schade. Da ist alles schief. Komm schief. Dann bauen wir hier noch ein Feld rein. Dann müssen wir mal gucken, was wir machen. Hier lassen wir frei. Wir haben auch schon Parks, ne? Ja, wir haben Parks, okay. Dann können wir uns ja jetzt einige schöne Sachen überlegen, die wir machen wollen. Die Straße verläuft zwar auch ziemlich gut, aber die würde wahrscheinlich. Obwohl, die wäre da ganz gut. Kurz gucken, wo die so hinverläuft. Aber das finde ich immer schade an diesen Strecken hier. Das geht wiederum. Hier haben wir ein kleines Dreieck. Könnte man rein theoretisch machen. Würde auch. Ja, würde auch gar nicht so viel machen. Irgendwie stört mich die Musik. Ich weiß nicht warum, aber ich habe so das Gefühl, als wenn die doppelt so laut ist wie letztes Mal. Sorry, Leute. Musik ist schön. Offen und ehrlich, ja, mag ich auch, aber ja, muss auch seine Grenzen haben irgendwo. So. So, wir wollen mal gucken, dass wir jetzt hier so ein bisschen eine Kurve kriegen. Weil wenn immer alle Gebäude so in diesem Kästchensystem gebaut werden, ist das ziemlich öde nach der Zeit. So ein gewisses System, eine gewisse Systemänderung kann da gar nicht mal so unbedingt schaden. Kais! Kais, können Sie eine Küste abrunden und Gebietsbegrenzung bis kurz vor dem wertvollen Ufergebiet ermöglichen. Das stimmt allerdings. Vielleicht arbeiten wir auch damit, aber derzeit erstmal nicht. Wir gucken erstmal, dass wir die wichtigsten Straßen verbunden haben. Haben wir im weitesten Sinne auch. Aber auch nur im weitesten Sinne. Wir gucken mal, ob ich das hier nicht fortsetzen kann. Die Straße hier nämlich. Jetzt muss das parallel natürlich verlaufen. Das ist natürlich immer so eine Geschichte. 55 haben wir gesagt, ne? Eigentlich. Also so. Ist natürlich was offen, wie ihr merkt. Aber wie dem auch sei. Das geht doch so, oder? Das sollte jetzt eigentlich niemanden aufstoßen. Könnte man machen. Ist halt die Frage, ob sich das überhaupt lohnt, hier sowas zu bauen. Hier haben wir auch so ein komisches Dreieck. Das könnte natürlich zu Knotenpunkten werden, die relativ unschön sind. Muss man ja mal sagen. Ja, da müssen wir uns mal überlegen. Wir gucken erstmal, wir gucken erstmal, wir gucken erstmal. Verkehrstechnisch müssten wir ja erstmal auf der sicheren Seite sein. Deswegen solltet ihr auch in eurer Stadt dann immer mal regelmäßig gucken, wo ist denn überhaupt hier viel Action? Was ist denn überhaupt gerade los? Warum haben wir denn so viel Geld ausgegeben? Echt nur für die Straßen? Nee, dafür nicht. So, dann wollen wir mal weiterdenken. Denken, denken, denken. Also nicht jede Straße will ich da jetzt so straight. Das nicht hier? Schade, dass es da nicht den perfekten Punkt gibt. Ihr merkt, es ist relativ schwierig, hier den optimalen Punkt zu finden, der einen die Möglichkeit gibt, hier gerade zu bauen. Aber ihr seht, es gibt ihn. Also unmöglich ist es nicht. Deswegen setze ich diesen Punkt jetzt hier an. Interessanterweise verschwinden hier ein paar Punkte. Schade. Schade, schade, schade. Naja, gut, wie dem auch sei. So.
Naja, gut, das lohnt sich hier nicht wirklich. Vielleicht so eine Halbkurve. Vielleicht. Schade, aber es ist trotzdem. Wir wissen nämlich nicht, was wir mit dem Gebiet hier machen sollen, um ehrlich zu sein. Vielleicht hier eine Einbahnstraße rein, das wäre eine Möglichkeit. Das könnte man rein theoretisch tun und tätigen. So. Dann hätten wir eigentlich die nächste, die ich gerne da durchziehen wollen würde. Na, sag mal. Ja, nee. Ach, diesen Punkt zu finden, das ist eine Arbeit, sage ich euch. So sieht das ganz gut aus, aber es verliert sich wieder an. Ihr merkt, also ich. Den Punkt da zu finden, das ist echt schwierig. Bleib lieber da oben. Da habe ich ein besseres Gefühl. Der Punkt ist falsch. Aber wenn der, der kann auch nicht ganz richtig sein, da wir da eine kleine Lücke haben. Aber dann soll diese Lücke halt sein, dann ist das so. Dann müssen wir mal gucken, dass wir diese Lücke da irgendwie gut geregelt kriegen. Scheiße. Warum klappt das da in dieser Ecke nicht so gut? Ja, oh Gott, das ist ja Bilderbuchstrecke. Bilderbuchstrecke, Leute. Oh. Wunderbar. Okay. Weiterbauen. Weiterbauen. Wir wollen ja anscheinend immer wieder mehr Leute einziehen und wir müssen gucken, dass wir das Wasser auch dementsprechend natürlich, dass sie auch Wasser haben. Die lieben Menschen. So, dann machen wir das halt selber. So. Verbindung hatten wir ja bislang nicht dafür. Aber brauchen wir auch erstmal nicht. Ich gebe viel zu viel Geld aus. Wir haben 12.000, wir haben 1.800 und plus. Wann haben wir dann in den nächsten Meilenstein? Theoretisch müssen wir erstmal ein bisschen upspeeden, damit wir hier ein bisschen in Plus kommen. Also nicht wundern. Denn wir wollen die Oberschule bauen, würde ich sagen. Oder vielleicht auch gucken, dass die Leute sich upgraden. Und das können wir wahrscheinlich eher machen, wenn wir jetzt endlich mal einen Park haben. Natürlich wäre es jetzt passend, wenn wir erstmal irgendwas bauen. Irgendeinen kleinen Park, sage ich jetzt mal. Hier zum Beispiel ein Basketballplatz finde ich ja immer geil. Achso, das passt da nicht rein. Wunderbar. Da habe ich ja hier toll nachgedacht, ne? Ja, ne? Was haben wir denn da? Was ist das überhaupt? Ein kleiner Spielplatz. Naja. Vielleicht nicht unbedingt das Beste vom Besten, aber wir knallen es rein. So, das sieht ja schön aus. Nichtsdestotrotz würde ich das gerne noch ein bisschen verzieren wollen. Mit ein gewissen Bäumen, aber die auch passen, bitte. Hier. Denn ich finde, umso mehr Detailliebe in so einem Park ist, umso schöner ist es anzuschauen. Auch wenn man da später einfach nur noch mal drüber fliegt. Aber wir dürfen nicht vergessen, das Auge guckt mit. Und von da aus, wollen wir uns da ein bisschen Mühe geben? Upsala. So. Und wir haben ja jetzt auch das neue Feature, dass wir hier so schöne Grasdetails hier, wie ihr gerade sehen könnt, da einsetzen können. Das ist wunderschön. Da haben sich die Entwickler echt schön viel Mühe gegeben. Ich finde das nämlich echt eine super schöne Arbeit, die sie da gemacht haben. Damit kann man schön kreativ sein. Kann schöne Sachen mit einfügen. Finde ich sehr schön. Sehr schön, ja. Okay. Also, wie wir sehen, sieht das doch jetzt nach einem kleinen Park aus. Für die Kinder, die denn da wohnen, würde ich mal behaupten. Und wir können uns dann wirklich überlegen, ob wir denn nicht irgendetwas, ja, spezieller werden. Oh, wir haben Stromprobleme. Wow. Warum? Naja, weil der Stromverbrauch höher ist. Ganz simple, einfache Ansage.
Tja, und das Problem, was wir jetzt haben, ist natürlich, dass wir uns das Kohlekraftwerk gar nicht erst leisten können. Tja, und die Leute würden natürlich instant ausziehen. Von da aus würde ich sagen, holen wir uns das erste Darlehen, damit wir das erstmal finanzieren können. Denn andererseits können wir es uns nicht leisten. So, wir bauen das zweite Mal direkt daneben. Okay, Stromprobleme sind gelöst. Ich muss aufpassen, dass wir hier nicht zu doll und zu schnell expandieren. Hab da so das böse Gefühl. Nein. Ja. Hab da so das böse Gefühl, dass da mal was schief gehen kann. So, baut. Ihr wollt ja immer noch einziehen wie die Bekloppten. Aber das sieht schon mal sehr gut aus. Das gefällt mir. Auch wenn es hier gerade Unwetter ist. Ohne Ende hier. Oh, guckt euch das mal an. Die schöne Gülle da oben. Okay, wir sind ziemlich im Plus, aber... Okay, die grainen sich jetzt auch so langsam alle ab. Das finde ich sehr gut. Wir müssen uns echt überlegen, ob wir hier den großen Park reinknallen. Weil die Stadt wird ja auch größer, wohl bemerkt. Aber dann ist natürlich die Frage, wo kommt die Universität hin? Vielleicht hier oben. Wäre eine Idee. Oder auch die Schule allgemein. Deswegen würde ich sagen, fangen wir einfach nochmal mit einem Park an. Das wäre natürlich ein Stadtpark. So. Und für einen Stadtpark müssen wir doch erstmal... Ja, was machen wir denn da? Erstmal eine Stadt, also so ein Parkviertel erstmal kreieren. Das heißt, wir markieren jetzt hier, so wie wir das auch schon kennen, mit dem anderen Tool, dass man Gebiete hat, dass man hier erstmal markiert. Wie breit soll er denn sein? Und die Markierung muss immer über die Straßen gehen, ansonsten könnt ihr da nämlich kein Park bauen. So. Den können wir nämlich auch ändern. Rekids Park. Klingt zwar geil, aber passt irgendwie nicht so ganz. Den nennen wir jetzt mal um in Verweil Park. So. Dann fangen wir damit nämlich an, weil wir können damit echt gut Geld machen, wohl bemerkt. Ist mir dann aufgefallen. Ein Haupttor deswegen zu bauen, weiß ich nicht. Ich glaube, wir brauchen keinen. Es würde wahrscheinlich sogar reichen, wenn wir einfach einen kleine Tore haben nebenbei, weil die kosten nämlich auch nicht so viel. Ach du Scheiße, die kosten ja doch eine ganze Menge. Ich jetzt erst. ...2500. Ups, mein Wenker klingelt, ja, das ist auch schön. Heide Witzka. Wow, das ist echt teuer. Nee, hey, da machen wir einen kleinen natürlich. Glückwunsch, wir haben einen Park. Jawohl, wir wissen Bescheid. Nichtsdestotrotz will ich dann erstmal, theoretisch würde ich an jeder Seite erstmal einbauen wollen. Oh, das ist teuer. Das ist teuer, Leute. Das ist teuer. Ah, wir machen's. Bringt ja nichts. Bringt ja nichts. Wir müssen ihn ja bauen. Und ich würde sagen, ich lasse das auch mal schnell laufen, damit wir hier überhaupt die Möglichkeit haben, auch noch Geld zu machen. Und wir umzäunen den natürlich. Das heißt, die ganzen Leute, die dann da rein wollen, müssen auf jeden Fall in die Haupttore. Oder in die Nebentore. So rum. Denn ansonsten macht ihr kein Geld, wenn ihr da mit Geld verdienen wollt. Wohlbemerkt. Okay. Die Nachfrage nach Industrie explodiert gerade. Dann machen wir notgedrungen erstmal ein Feld voll. Und auch nur eins. Okay. Und wir kümmern uns weiter um den Park. Also, was wollen wir denn da? Gucken mal. Es gibt so viele schöne Sachen in dem Park. Aber nun gut, da müssen wir jetzt mal gucken. Ja, mit Bäumen ist natürlich ein bisschen geiler, ne? Ist natürlich klar. Wer hätte es gedacht? Und wir wollen gucken, dass wir hier so einen schönen Park hinkriegen, der auch schön aussieht. Ich mache mal hier einen hin zum Plaza. Machen dann da einen Weg hin. Nee, das ist ganz gefährlich. Das dürft ihr nicht bauen. Sobald diese Straßenanbindung nämlich da ist,
weiter verloren. Im weitesten Sinne. Das kann ich euch nur abraten. Also macht am besten selbst Snipping-Tool an. Genau. Können wir da einfach nur ein paar Meter raus? Nur ein paar Meter, bitte. Ich will das nicht da so... Oh, ist das ärgerlich. Warum geht das denn nicht? Lass mich raten, wenn er da an... Nee, das geht, okay. Das sieht ja doof aus, Capella. Was ist mit dir los? Lasst mich doch erstmal basteln, liebe Leute. Lasst mich doch erstmal basteln. So. Ich brauche gleich das Snapping-Tool wieder. Ich will hier einen Kreis reinbauen. Dann sieht das ein bisschen schöner aus, würde ich sagen. Aber irgendwie soll er auch mittig sein. Irgendwo. So. Damit wir das irgendwie hinkriegen mittig, machen wir da erstmal das hier. Ich weiß, das sieht doof aus, aber so haben wir immerhin die Möglichkeit, ein bisschen besser abzuschätzen, wo wir denn hinwollen. Ja, das ist natürlich wunderbar, wenn hier... Ach, da meckert er auf einmal. Ah ja. Aha. Interessant. Interessant. Muss man ja mal sagen. Okay, wir haben hier den Mittelpunkt. Das ist dann auch halb so wild. Denn wollen wir erstmal gucken, wie lang wollen wir denn werden. Oder wie breit soll denn die Kurve werden. Da haben wir gesagt, von hier. Dann machen wir den Punkt aus. Das heißt, hier können wir dann mit dem Kurvensystem arbeiten. Einmal hier. Einmal da. Einmal hier. Einmal da. Dann reißen wir das ab. So, da lassen wir die Bäume. Also da gibt es keine Bäume. So wollte ich das. Oh, das ist ja. Das ist ja. Was ist das denn? Boomende Stadt. Wir können das nächste holen. Wir gucken das gleich an. Ich will hier gerade mal fertig werden mit dem kleinen Park. Das ist egal, das ist okay so. So kann man es lassen. Also, wir haben hier etwas. Da können wir uns auch noch was hinbasteln. Müssen wir mal gucken, was wir da machen. Was kostet denn der Park momentan? 10 Dollar. Momentan haben wir aber auch nicht so viel Attraktionen, muss man mal sagen. Deswegen ist da momentan noch tote Hose. Was haben wir denn noch? Ein Plaza haben wir bislang. Wir haben ein Parkcafé. Davon sollten wir auf jeden Fall welche haben. Zum Beispiel da eins und wie zum Beispiel hier eins. Klar, Parktoiletten. Da möchte niemand auf dem Schlauch stehen. Da gibt es zwei Stück von. Und natürlich eine Parkinfo. Wo die aber sein soll, weiß ich gerade nicht. Mal gucken. Das passt irgendwie nicht so ganz. Wir packen sie erstmal hier hin. Mehr gibt es nämlich auch momentan erstmal nicht. Von da aus gucken wir mal, wie wir das hier handhaben. So, Wege. Jawohl. Ein bisschen Freeforming wäre ganz cool. Nee, das klappt nicht so ganz gut. Das klappt nicht so gut. Oh, Jasses. Manchmal ist dieses... Cool, echt nervig. Wenn es darum geht, schöne Wege zu basteln. Okay. Wir haben jetzt hier ein bisschen... sieht nicht so geil, also nicht so ultra geil aus, aber... Ja, es gibt Schlimmeres, würde ich behaupten. Industrie, ne? Ist die Ultra-Nachfrage. Aber... Da erfülle ich jetzt nur zum Teil ein bisschen... Wir müssen nämlich ein anderes Industriegebiet so langsam finden, weil das wird hier ein bisschen zu groß gleich. Das möchte ich ungern so unterstützen. Warum meckert ihr? Nicht genügend gebildete Arbeiter. Ja, ich... Ja. Ah, wir haben Geld. Sehe ich jetzt erst. Aber Moment, wir haben ja Schulden, ne? Verbleibende Zahlung 12.000. Komm, weg damit. Das Deck ist es weg. Dann können wir nämlich die Schule gleichzeitig auch noch bezahlen. Dann machen wir das mal. Ii. Das soll die Grund... Ii.
Warum ist das so groß und dick und so L-förmig? Wann sind die Dinger so groß? Da finde ich die besser hier. Studentenkapazität 800. Wie viel hat die? 1000. 720 die Woche. 560. 24.000. 30.000. Ja, wunderbar. Ja. Jetzt darf ich mir wegen dem Gebäude jetzt hier einen Ast brechen, ja? Wie geil ist das denn? Ja, da unten eine Schule hinbauen, ne? Das ist ja auch sinnig. Das ärgert mich ja jetzt gerade ein bisschen, muss ich sagen. Ich habe nicht gedacht, dass das so groß ist. Aber ich brauche ja eine Schule. Da komme ich ja nicht drum rum. Im Industriegebiet in der Nähe will ich die Schule aber auch nicht haben. Ist das ein Klotz? Dann baue ich es erstmal hier rein. Erstmal. Notgedrungen. Was wollen wir machen? Dann haben sie jedenfalls gebildete Arbeiter. Wie sieht denn das aus? Ja. Na gut. So wie eine Schule halt aussieht. Auch wenn das mit dem Zaun da oben ein bisschen komisch aussieht. Aber egal. Gut, wir haben jetzt auch die Oberschule. Wir haben Geld. Wir haben gut ordentlich Geld ausgegeben, muss man sagen. Erschreckenderweise. Das erschreckt mich immer wieder aufs Neue. Wie schnell man da Geld ausgeben kann in dem Spiel. Und keine Sorge, wir werden das hier nicht unbedingt zwingend so lassen. Da wird sich noch einiges ändern. Aber nichtsdestotrotz muss ich erstmal gucken. Wie sieht denn das eigentlich aus? Übernimmt er das denn da komplett? Ja, nimmt er komplett. Scheiße. Kann ich das denn da auch draufkleben? Ja, bloß dann geht das auf die Straße, ne? Das finde ich ein bisschen schade, dass wir da keine bessere Lösung gefunden haben. Aber wie dem auch sei, wir können da ja ein bisschen herum experimentieren, wie ihr seht. Viel kleine Detailliebe am Stück. Na, sag mal. Dann müssen wir mal gucken, was wir da drinnen machen. Da kann man nämlich, glaube ich, einiges Schönes machen. Ah, ich lass mal laufen, wir wollen ja Geld verdienen. Ich vergesse das immer wieder. Ja, es gibt einige Stellen, die gefallen mir nicht, aber was wollen wir machen? Ich glaube, so geht's so halbwegs. Man erkennt das auch nicht unbedingt sofort auf den ersten Blick, außer man geht da ganz, ganz detailnah an diese Straße. Dann erkennt man wahrscheinlich die Missstände. Okay. Nein, 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 nein. Oh. Manchmal ist das anstrengend. Aber auch nur manchmal. So, okay. Fokus, Fokus, Fokus. Ah, nein. Das Schöne, naja, gut. Das Gute ist, dass das überlagert. Die Texturen überlagern sich so, dass man jetzt nicht erkennt, dass man da vielleicht einen Fehler gemacht hat. Das ist ganz gut. Das haben sie gut hinbekommen. Auch wenn es eine Scheißarbeit ist, sage ich euch, hier exakt zu arbeiten. So dass man das nicht unbedingt sieht. Also dass es angenehm anzuschauen ist. So. Weil ich finde, das hat doch schon einen gewissen Flair von oben oder auch von der Weite, von der Entfernung her, wenn wir hier so detailgetreu arbeiten. Und das kann sogar, wie man sieht, kann das sogar ein bisschen überlappen. Das macht sogar absolut gar nichts. Ich finde sogar, dass das relativ gut aussieht. Ich bin erschrocken. Gefällt mir. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Könnt ihr ja gerne mal in den Kommentar da lassen. Das ist voll scheiße, Capella. Mach mal weg die Scheiße. So, ich will hier so ein gewisses einheitliches Bild schon reinkriegen. Deswegen entschuldigt, wenn ich jetzt hier erstmal versuche. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ich will den Rahmen hier reinkriegen. Das sieht dann doch ein bisschen schöner aus, wie ich finde. Auch wenn die Texturen jetzt gerade so ein bisschen anfangen rumzumacken. Nichts.
Oh, scheiße, die glitschen ja rum. Warum? Warum? Das sieht scheiße aus. Das sieht scheiße aus. Da drüben auch. Sonst nirgends, aber nur an der Stelle. Ja, wunderbar. Die Texturen glitschen mir gerade aus den Fingern hier. Ich gehe kaputt. Das wollen wir mal ein bisschen ändern, oder? Wo war noch so ein Glitch? Ach, jetzt auf einmal weg. Urplötzlich. Na ja, gut. Wir probieren es nochmal. Wie ihr merkt, da bin ich ein kleiner Fixier-Nerd. Komisch. Ja, fängt wieder an zu glitschen da drüben. Aber nun gut, es geht. Es geht. So, wenn wir jetzt ganz blöd und bescheuert sind, liebe Leute, fangen wir an, so einen Weg hier mit den Blumenkästen zu machen. Das können wir nämlich auch machen. Und das sogar in unterschiedlichen Farben. Das finde ich gerade ziemlich angemessen, um ehrlich zu sein. Weil das sieht schön aus. Finde. Das sieht alles sehr schön aus. Das sind so richtig schöne Regenbogenfarben hier. Bist auch so ein Regenbogenkapeller? Ja, vielleicht. Oh, was eine Arbeit, wa? Das ist mal hier schön Detailliebe bis ins letzte Detail hier. Und das alles nur für so einen vergammelten Park. Aber das macht ja dann meistens auch so eine Stadt dann auch aus. Wann aus lasse ich mir dann da immer ein bisschen mehr Zeit? Das sieht einfach mal schöner aus. Dann kann man sagen, was man... Warum heißt das Ding eigentlich immer noch Rekids Park? Habe ich das nicht geändert, den Namen? Mir war eigentlich so. Naja, wie dem auch sei. So, wir arbeiten natürlich auch mal ein bisschen mit anderen Sachen. Was haben wir denn hier? Eine Hecke. Hecke Nummer 2. Oh, guckt euch das mal an hier. Oh. Da kriege ich ja doch glatt Gefühle. Das sieht scheiße. Naja, komm, so genau wollen wir jetzt doch nicht sein, oder? Weiß ich nicht. Könnt ihr den einen oder anderen stören. Also mich zum Bleistift. Man kann da einfach so drüber ballern. Aber dann fängt das natürlich mit den Glitschen wieder an. Ne? Umso mehr Texturen du natürlich da hast, die da so ein bisschen meckern. Ja, super gerade ist es nicht. Das muss man auch nochmal dazu sagen. Aber ich finde es gut. Mir gefällt's. So, wir müssen mal gucken, dass wir das irgendwie füllen. Mit irgendetwas. Ja, das wird natürlich jetzt schwierig. Ach so, Ultrabusch. Ach, noch mehr Busch. Aha, aha. Okay. Ah ja, hier. Ja, das ist ein bisschen schwieriger jetzt hier, da die perfekte Antwort drauf zu finden. Denn damit kann man echt einiges auch kaputt machen, wenn das zu viel ist, des Guten. Aber so müsste das reichen, mein Gott. So, jetzt gucken wir mal, dass wir hier große Bäume haben. Kann man das auch ein bisschen sortieren? Ja, kann man. Das gefällt mir. So ein Mammutbaum. Obwohl, weiß nicht. Nee, so Mammutbaum wollen wir mal gar nicht. Das sieht doch schön aus, oder? Sieht das schön aus? Guckt euch das mal an. Guckt euch das doch mal an. Ist das nicht schön? Ist da nicht Detail, liebe Leute? Ja, und wenn er den Park nicht mögt, dann weiß ich auch nicht. Schöne, große, dicke Bäume. Ich muss mal sagen, mir gefallen die Bäume. Das ist eigentlich auch nicht so... Gibt es auch nicht so oft. Da haben wir gleich ein Upgrade für den Park nur. Aber ich bin noch gar nicht fertig. Ja, sorry Leute, wenn das jetzt ein bisschen langweilig ist mit dem Park. Aber es macht so viel Spaß, da so kreativ zu sein. Ich will mal ein bisschen Befriedigung hier reinkriegen. In die Industrie. Bin.
Ah, da werden sie gleich meckern. Aber wir werden da gleich vieles ändern. Also keine Sorge. Wir machen mal zwei Blöcke. Geschäfte wollen sie haben. Ja, ja. Aber, nee. Gleich. Ich will erst den Park fertig haben. So halbwegs fertig. Weil was mir fehlt jetzt noch in dem Park ist Stadtpark. So. Sandkasten hätten wir hier auch noch sogar. Ein Kiosk. Wie süß. Das gefällt mir ja. Geil. Ja komm, wenn man hier in so einen Park reinkommt, kann man sich am Kiosk doch irgendwas holen, oder? Ist das geil? Oder ist das geil? Komm, ich finde das cool. Das sind so kleine, verspielte Details, die man hier so hat, die man so setzen kann. Komm, hier haben wir keinen Kiosk. Hier haben wir, was soll das sein, einen Imbisswagen? Wahrscheinlich. Obwohl es ja auch einen Kaffee gibt, davon mal abgesehen. Aber was wollte ich denn jetzt? Ich komme hier so durcheinander. So viel zu tun. Wir haben ja einmal Schachplätze. Oh, geil. Guckt euch das an. Oh, nee. Aber da soll es keine Schachplätze geben. Das soll es so ab und an mal versetzt, soll es die hier geben. Dazwischen sollen aber normale Sitzbankmöglichkeiten bleiben. Also nicht allzu viele Schachplätze. Auf jeden Fall soll es die auch geben. Das ist klar. Wie zum Beispiel da. Aber wir müssen mal ganz kurz gucken, wie wir das handhaben. Eine ganz normale Bank. Parkbank 2. So. Ich weiß nicht, wie will man eigentlich sitzen? Will man da reingucken? Weg von all dem? Oder will man dahin gucken? Das ist eine gute Frage, ne? Weil hier ist ja ein Geschäft. Vielleicht will man ja... Obwohl, in die Hecken will man auch nicht gucken, ne? So. Ich kann leider die Lehne nicht ganz sehen, aber ich glaube, die Lehne guckt so Richtung Gebäude. Von da aus würde ich sagen, setze ich denn eher die Gebäude so, dass man denn... Was ist das überhaupt hier? Ist das so ein Café? Das ist ein Infostand, ne? Ne, ist eine Toilette. Naja, dann können halt die Leute, die noch nicht Pipi waren, hier halt warten. Wenn es voll ist. Oder so. So. Ja. Kapella ist doch bescheuert. Das ist viel zu viel. Kleine Detailliebe. So. Machen wir hier noch Beleuchtung natürlich. Ohne Beleuchtung geht das alles ja nicht. Ich glaube, nachts sieht das dann auch richtig affengeil aus, oder? Was sagt ihr dazu? Ich finde das geil. Das gefällt mir. Das sind so schöne kleine Plätze, wo ich mich so richtig schön austoben kann. Ich möchte hier gerne so ein Parkschild hinbauen. Ich weiß nicht, ob das richtig rum ist, aber wir bauen da mal einen hin. Und weil es so schön ist, auch nochmal da einen hin. Und natürlich müssten wir, wenn wir das da oben, also hier unten gemacht haben, sollte es ja schon irgendwo symmetrisch sein mit dem, was wir da oben haben. Das waren vier Bänke hier oben. 1, 2, 3, 4. Und an der Seite nochmal ein. 1. Und nochmal drehen. Da haben wir einen. Und noch einen Schachplatz. Da. Da. Und noch ein Lämpchen. Zack. Zack. Und schon sind wir fast auf dem gleichen Nenner. Und ein Mülleimer, natürlich. Darf man nicht vergessen. Wie oft wird immer was weggeschmissen von uns lieben Menschen? Na, muss man ja auch mal tadeln und sagen, böse Menschen. An manchen Stellen kann man die nicht bauen, ich weiß immer nie warum. So, und hier drumherum hat man echt die Möglichkeit, sich hinzusetzen, was zu schnacken, keine Ahnung. Das sieht schon geil aus, wie ich finde. So stelle ich mir ungefähr einen Park auch vor. Natürlich macht das immer viel Arbeit, aber es lohnt sich dann auch, die Arbeit da reinzustecken. So, wir haben hier noch andere Mülleimer. Wir setzen die mal. Naja, das zu entleeren ist auch eine scheiß Arbeit, aber gut. Manchmal vermisse ich das selber in der Stadt, muss ich jetzt mal dazu sagen, auch wenn das jetzt wahrscheinlich gar nicht zum Thema passt, aber manchmal vermisse ich das in der Stadt aber wirklich, dass man die Möglichkeit hat, irgendwie Müll wegzuwerfen, denn läufst du da den ganzen Tag da mit Sachen rum, die du ja nicht, ja, wirklich im Inventar haben willst.
Oh, weiß ich nicht, ob hier so eine Art... egal, wir lassen das erstmal. Wir lassen das erstmal. Und ich muss jetzt nochmal, damit wir hier jetzt auch mal... warum hat er das nicht übernommen? Das ist doch der Werweilpark. So. Guckt euch das mal an. Und das ist, finde ich, das ist das Schöne an so einem Park. Er kostet mich 288 und... ich nehme aber Geld ein. Das heißt, wenn jetzt jeder selber ein bisschen überlegt und hochrechnet, haben wir die Möglichkeit natürlich mit so einem Park echt viel Geld zu verdienen. Denn wenn wir so eine Parks gezielt überall hinsetzen, wird erstens mal die Attraktivität um die Gebäude natürlich viel, viel besser. Ne? Man macht mehr Geld und die Leute sind auch zufriedener. Und ja, ihr macht eigentlich nur eine Win-Win-Situation. Im Gegensatz zu diesen gesamten anderen Parks, die ihr theoretisch machen könnt, die eher darauf gezielt waren, sage ich mal, dass ihr, ja, ihr hattet zwar was, damit die Leute zufrieden waren, aber ihr musstet auch gut Geld ausgeben. Ne? Diese neuen Parks mit dem neuen Add-on ermöglichen euch wirklich, erstens mal, dass es verdammt geil aussieht, dieser Platz hier. Ich liebe ihn, wohl bemerkt, muss ich mal sagen. Und, ja, von da aus kann ich euch nur den Tipp geben, baut so viele Parks, auch wenn es nur kleine Parks sind, überall hin. Ihr macht damit Geld. Ihr macht damit Geld. Und die Leute bezahlen es. Also ihr habt jetzt nicht unbedingt das Problem. Wasser. Wasser? Hä? Achso, ihr seid nicht im Radius. Ich wollte gerade sagen, ansonsten war ich doch eigentlich sehr brav. Hab euch doch Wasser gegeben. So. Okay, ich würde sagen, das war's für diesen Part. Wir haben nicht wirklich viel gemacht, erschreckenderweise. Wir haben heute ein bisschen, ja, Straßenforming, sage ich jetzt mal dazu gemacht. Wir haben eine neue Schule und wir haben eine neue Attraktion in der Stadt, im Zentrum, einen schönen Park. Ich finde den echt schön. Mal gucken, was ich da noch ändern wollen würde, wenn ich denn was ändern will. Mal schauen. Und würde sagen, oh, das sieht ja auch scheiße aus, die Gebäude. Egal. Und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da, lasst einen Daumen da. Macht eure Vorschläge. Wie schon gesagt, ich stehe euch gerne zur Verfügung. Und ja, ich würde sagen, in dem Sinne dann, bis zur nächsten Episode. In dem Sinne, haut da Renzen. Ganz bekannten Grinsen. Tschüss.